Das war unsere erste Crew. Es werden noch zwei weitere folgen. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem nächsten Produzenten weiter, der uns seine Beats vorstellt. Da brauchen wir euch, die Crowd, natürlich noch ein bisschen mehr, weil wir haben hier keine Performance, sondern nur den Beat. Und ich hoffe, dass er überzeugen kann. Die Rede ist von YSA. Ich glaube, die Reaktion von Manu hat schon gezeigt, dass es ihm gefallen hat. Aber fragen wir hier drüben mal, was sagt der Experte? Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr, 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 sehr nice. Harte Drums auf jeden Fall. Der erste Beat hatte so ein bisschen NWA-Feel, so in den Boom-Bap, in den Groove. Das zweite war dann Eskalation mit den 808-Drums, das Trap-Feel. Ich finde aber in der Reihenfolge, du hättest mit dem dritten anfangen sollen, damit es so geht, weißt du? Ja, genau, genau. Aber das Coole ist, du hast dir die richtigen Beats ausgesucht, um die Crowd so ein bisschen mitmachen zu lassen. Du hast nicht einfach dein Ding durchgezogen, sondern du hast dir das bewusst ausgesucht, dass die Leute mit abgehen. Also fand ich echt sehr nice. Also Manu, deiner Reaktion her, wäre das ein Beat für dich? Ja, so, Bruder, was soll ich dir sagen? Kenn den Bilisten da. Du hast da rasiert, Bruder. Ich glaube, die Crowd ist da auch meiner Meinung und ja, die anderen sind halt, weiß nicht, du hast rasiert, Bruder, was soll ich dir sagen? Sehr stark.